Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge sind wir hier ins Rätselhaus gekommen und ich habe nicht gesehen, wo der hin verschwunden ist. Haben zwei Herausforderungen gemacht und jetzt bin ich reingegangen und habe dann, ja, den zum vierten Mal herausgefordert. Ja, ich bin schon weit hierher gekommen, so ein bisschen. Challenge accepted, gut. Dann gucken wir mal, was sich jetzt hier hinter befindet. Jo, gehen wir mal rein. Ich glaube, keins meiner Pokémon, was ich dabei habe, kann derzeit die Stärke, ne? Du kannst Secret Power sonst. Brüller, Biss. Biss ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ist aber Special. Und dein Special-Angriffswert ist jetzt, Special Attack ist jetzt. Links, 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 links. Hallo, hallo. Achso, jetzt, okay. Special-Angriff ist nicht so hoch. Ralf kann Stärke. Aber was ich jetzt machen werde, ist wahrscheinlich jetzt. Oder hatte ich Makuhita Stärke beigebracht? Nee, der kann nur Rock Smash. Was macht eigentlich Arm Thrust? Macht 15. Immer Rock Smash macht nur 20. Fake Out benutze ich eigentlich nie weiter. Guck ich mal. Stärke. Oh, Stärke ist Normalangriff. Also kriegt die Kay den auf jeden Fall. Ja. So ziemlich. Stärke hat 80 Power. Mache ich aber Lick weg. Das benutze ich nicht. Oh yeah, die Kay lernt Stärke. Die Kay ist gerade noch wichtiger für unser Team geworden. Der kann Stärke und Rock Smash. Muss ich nicht immer auf Ralf wechseln. Oh yeah. Kay ist jetzt in der Lage, hier die ganzen Steine durch die Gegend zu schieben. Irgendwas hat sie gesagt und das war mir gerade voll egal. Denn ich soll ja nicht alles übersetzen, wurde mir mal gesagt. Battle Girl Cora setzt Mediti ein. Oh yeah, Level 27. Das ist doch mal ganz meine Kragenweite, sage ich mal. Schnabel, sehr effektiv. So, ich werde jetzt aber mal in die Tasche greifen müssen. Nach oben. Soda Pop. Für den guten Toasty. Detect, but it failed. Natürlich, weil ich ja auch nichts weiter gemacht habe. Nee. Hat sich selbst geschützt dadurch. Das ist genauso wie dieses irgendwie. Ja, das ist halt irgendwie dieses auch. Protect heißt es, glaube ich. Das ist dann immer so eine Runde. Wenn die so einen Move haben, dann spammen die das. Konfusion. Mal sehen, wie viel das ausmacht. Ah, 10, das geht. Das ist in Ordnung. Sollte ich jetzt nicht noch 7 Mal bekommen, sonst bin ich am Arsch. Aber so für einmal ist es schon in Ordnung. Und dann haben wir Battle Girl Cora besiegt. Ah! Selbst diesen kleinen Kampf habe ich verloren. Tja, weil du scheiße bist, Cora. Du bist scheiße. McMail, McMail, McMail. Gehst du zu McDonald's, bestellst eine McMail. Zum Mitnehmen bitte. So, dann. Ah, Controller. Why are you doing this to me? So, hier haben wir schon mal die Scroll. Das habe ich schon mal gar nicht so schlecht gemacht, wie es aussieht. Hab mir das alles gemerkt, sehr gut. Trickmeister ist awesome, ich sag's euch. Irgendwie sowas kommt da jetzt bei raus. Ich glaube, wenn wir so Level 35 sind oder so, kommt hier die letzte Herausforderung. Hä, hey, Boulders sind wie das hier. Keine Ahnung. Fußfetischist. Irgendwer möchte kämpfen und setzt Makuhita ein. Keine gute Idee, keine gute Wahl. Fliegen. Ja, natürlich Fake Out. Ist ja klar. Boah, Critical Hit. Miss Toasty flincht. So, fliegen. Sie fliegen. Wirbelwind failed. Warum sollte ein Makuhita Wirbelwind können? Das macht doch keinen Sinn. Es ist übrigens 2:22 Uhr morgens. Guten Morgen.
Maschok. Nö. Brauchen wir nicht wechseln, wozu? Dödüm. Für die Kampf-Pokémon hatten wir ja sonst immer irgendein Psycho dabei, aber das ist ja jetzt zurzeit gerade nicht so der Fall. Von daher nehmen wir dann einfach mal Toasty. Aber wahrscheinlich seht ihr schon. Dass sich so langsam, sage ich mal, ein erkennbares Team abzeichnet. Was ich dann auch benutze. Und eventuell durch die Top 4 trage. Wenn jetzt nicht noch irgendwie großartig was dazwischen kommt. Jetzt Sarrazar ist jetzt ein bisschen, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt der Top-Favorit mit. Aber sonst soweit. So wie Toasty oder wie Marco Hita natürlich. Oder Shireen, also Mark oder Shireen. Sind dann schon Pokémon, die ich gerne noch weiter benutzen würde. So. Dann haben wir hier noch den Stein. Den kann man auch ganz leicht... Zack. So. Ja, ja, Trick House is getting trickier, isn't it? Nein, natürlich nicht. Es wird nicht immer... Es wird nicht immer trickier oder sonst irgendwas. Die Rätsel werden nicht schlimmer. Ich meine, es ist ja auch nur so... Das ist jetzt sozusagen der nächste Level ist. Die nächsten Level, man weiß ja, die ersten Level sind die schwersten und dann kommen die einfachsten Level. Mädel. Nachdenken. Nachdenken, bevor man redet, bitte. Einfach nachdenken. Natürlich wird es trickier. Na, meine Intelligenz fühlt sich verarscht. So, fliegen. Vierfachschwäche. Bam. Weg mit dir. Du bist Pflanze Kampf. Damit... No Match for Toasty. Und Toasty erreicht Level 30. Sehr gut. Paula haben wir besiegt. Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding. Der hat Flecken. Die kannst du löffeln und auch schmecken. Ja, natürlich. Trickmaster ist cool. Sowas musste ja bei rauskommen. So. Ah, du hast mich gefunden. Ja, scharfsinnig. Ich weiß. Bla bla. Was kriege ich jetzt? Oh, ein Rauchball. Gut. Ach, wir hatten diesen Timerball bekommen das letzte Mal. Genau, ich habe ja mich das letzte Mal gefragt, was haben wir davor bekommen, vor diesem Stein. Da haben wir, glaube ich, einen Timerball bekommen oder sowas. Ich weiß nicht. Der gibt uns Pokebälle, dann gibt er uns einen Stein und dann gibt er uns wieder Pokebälle. So. Und ich glaube, das war es auch erstmal mit dem Trickhaus. Ich glaube, die nächste Stufe können wir noch nicht. Doch, können wir. Das ist dann aber die letzte Stufe. Und ich glaube, der ist dann immer... Hier? Nee. Hier? In der Pflanze? Jawohl. Na, woher wusstest du das? Du bist echt scharf. Danke, das weiß ich. Ja, ich möchte die Herausforderung nochmal haben. Hier hinter ist die Herausforderung. Na, mal gucken, was wir jetzt diesmal haben. Ah, das ist schon, glaube ich, die letzte Herausforderung. Klicke die Klick, Klack, Mechadol 1 bin ich. Das ist die erste Antwort des. Wenn du die Antwort des Quizzes echt wahr, richtig sagst, dann kannst du. Gehst du zu Mechadol 5. Und dann kriegst du den geheimen Code, Mechadol 1. One of these Pokémon does not use. 1 benutzt nicht Leech Life. Welches ist es? Dustox. Yo, Pudox kann kein hier Leech Life. Mechadol 2 bin ich, ja, ja. Welches hat er sich von meinem Vater ausgeliehen? Das waren Zickzacks. Damit hat er sich seinen Ralts gefangen. Geht's da oben noch weiter? Nee, nicht weiter. Du bist dann Mechadol 3, genau. Na, mal sehen. Du verkaufst ein Great Ball und kaufst eine Potion. Wie viel bleibt übrig? 55, oder? Falsch. Okay, das war falsch. Ich hoffe, der stellt mir jetzt die gleiche Frage. Yo. Pudox benutzt kein Leech Life. Also Absorber. So.
Which of these Pokémon did Team Aqua use in Petalburg Forest? Poochyena. So, dann gehen wir mal hier hin. Klickety-klick. Oh yeah. 60. Was? Ich habe das letzte Mal 55 gesagt, das war falsch. Jetzt habe ich 60 gesagt, das ist falsch. Was willst du von mir? Ja, ja, das hatten wir schon. Pudox, dankeschön. Dann gucken wir mal hier. Der fragt mich, irgendeiner fragt mich, glaube ich, auch, wie viele Bäume man zerschneiden musste in der ersten Trickmasters Haus. Zigzagoon. Woher weiß er das eigentlich? Hat er mit Wally gesprochen oder was? Ja, ja. Cosmo Habermail. Oh, one burn the Habermail. Was? Hä? Natürlich, die Habermail kostet doch, glaube ich, irgendwie 200 oder nicht? Ach, willst mich doch verarschen, bitte. Hier, komm, lass doch einfach. It's not of the water type. Which one is it? Azurill, Lotad, Wingull. Wingull ist es nicht. Nee? What? Lass mich doch verarschen, bitte. Ey. Ja, Pudox, dankeschön. So. Ja, ich bin gerade da ein bisschen von mir selbst enttäuscht, dass ich das alles nicht so weiß. So. Was hat er benutzt? Ein Poochyena, dankeschön. So, und du fragst mich jetzt nicht nochmal so eine Scheiße. So, Mechadol 3, ja, ja. Achso, you sell a great ball and buy one potion. How much do you get? Nothing. Da ist die Scroll, okay. Na mal sehen. In Seahorse House, where there more men or women? Oh, ich weiß doch nicht, welches es... Ach so, Seepferdchenhaus. War das jetzt das, wo man das Dings bekommen hat? Oh, Female? Ach! Mann, das nervt. Das nervt gerade echt. Aber ich will das noch fertig kriegen. Is not of the water type. Du kannst mir nicht sagen, dass Azurill nicht vom Wassertyp ist. Azurill ist die Vorentwicklung von Meryl. Und Meryl ist ein Wasser-Pokémon. Was findet man nicht in 110? Das weiß ich doch nicht. Oddisch. Leck mich. Frag mich doch nicht so eine Kacke. Natürlich! Was findet man nicht in 10? Dann mache ich das unterste und dann wieder. Lasst mich doch mal einfach hier durch. Ist Azurill echt noch ein Normal-Pokémon? Das wusste ich nicht. Ich dachte, Azurill ist auch schon Wasser. Naja, egal. Ein Zickzacks. Ja, das kennen wir ja schon. So, ich verkaufe einen Great Ball, kaufe eine Potion, hab nichts über. So, der Burn Heal kostet mehr. Das müssen wir uns alle merken. So, was willst du jetzt von mir? Yo, da waren mehr alte Männer. Okay, gut. Wir haben den Scroll gefunden. Haben uns den Code gemerkt und gehen jetzt zu dem oben. Ich hoffe, der hat jetzt nicht nochmal so eine bescheuerte Quizfrage oder so. Ja! Dankeschön. Ich habe mich daran erinnert, dass es... HBK hat den... Trickmaster is a genius. Natürlich ist der ein Genie. Unbedingt. Ich glaube, das war jetzt das letzte Mal, dass man den machen konnte. Ah, du hast es ja geschafft. Ah, sehr scharf. Und er hat sich die ganze Nacht ausgedacht. TM12 erhalten wir.
I make new tricks to swamp stump you. I will make... Okay, dann. Okay, er hat offensichtlich doch nochmal irgendwie was für uns. Ich dachte, das war jetzt das letzte Mal, dass man den gegen den antritt, so nach dem Motto. Aber da scheint wohl noch was zu kommen. Ich gehe mal kurz nochmal rein. Ne, der ist noch am Bearbeiten, okay. So, Pokémon. Toasty, flieg uns mal zurück nach Baumhausen City. Gehen wir mal ins Pokémon Center. Heilen uns hoch. Hallo, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Und das passt überhaupt nicht mit der Musik, aber danke fürs Warten. Deine Pokémon sind wieder heil. Kommen jederzeit wieder vorbei. So. Ach. Wer auch immer du bist, lass mich in Ruhe. Boah, wie das nervt, wenn die mich einfach so anrufen, die Leute. Also im realen Leben habe ich da nichts gegen. Da können mich ruhig mal ein paar mehr Leute anrufen. Aber doch nicht hier. Das nervt. So, Route 120. Oh yeah. So, hier waren Gabby und Ty. Ah, nee. So. Hier waren wir jetzt am weitesten. Da ist ein Trainer. Aber gegen diesen Trainer werden wir erst das nächste Mal antreten, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Randomized Nuzlocke, Pokémon Smaragd Randomized Nuzlocke Challenge. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Derweil bin ich immer noch HBK. Und warum ich dieses Derweil sage, das ist so einfach weil. Ich bin HBK und ich sage Tschüss, bis dann.